Heute bekommen wir eine Botschaft von den Naturwesen. Und was die Naturwesen uns zu erzählen haben, das erfährst du nach dem Intro. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich heiße Barbara Masur und heiße dich herzlich willkommen am heutigen Dienstag, 29. März 2022. Ordnung ist das halbe Leben. Das haben mir die Wichtel gesagt, die hier in diesem Garten zu Hause sind. Und deshalb durfte ich vor dem Videodreh erstmal hier groß reine machen und alles aufräumen. Ja, das tut gut, ne? So draußen zu sein und hier es einfach mal wieder schön zu machen. Das freut mich immer. Das bringt das Herz, ja, zum Lachen. Und warum die Engel oder die Naturwesen uns das gesagt haben, die Wichtel, das erzählen sie dir jetzt. Geliebte Erdenkinder, wir sind die Wichtel und wir räumen die Wälder auf. Wir räumen die Natur auf. Und das tun wir mit unserer größten Liebe, mit all unserer Liebe. Und wir möchten dich bitten, unterstütze uns. Hilf uns. Hilf uns, die Natur wieder zu einem wunderbaren, schönen Ort zu machen. Zu einem noch schöneren, als sie ohnehin schon ist. Bitte, nimm deinen Müll mit nach Hause. Und bitte, wenn du deinen Spaziergang machst, dann entsorge den Müll, der dir auf deinem Weg begegnet. Aufräumen ist das halbe Leben. Ordnung ist sehr wichtig, auch in deinem Haus und in deinem inneren Haus. Auch da bedarf es Ordnung. Unordnung bietet sozusagen eine Angriffsfläche. Angriffsfläche für die niedrigen Energien. Und in der Unordnung wird vieles übersehen. Die Schätze werden sehr schnell nicht erkannt. Du kennst es vielleicht, wenn du aufräumst und verloren geglaubte Teile wiederfindest, wie sehr du dich freust. Und so ist es auch mit deinem Leben. Sorge für Ordnung in deinem Leben, räume auf und entdecke die Schätze in deinem Inneren. Wir sind die Wichtel und wir sorgen für Ordnung und wir unterstützen dich, auch in deinem Heim und in deinem Inneren Ordnung zu schaffen. Wir unterstützen dich mit unserer Energie, wenn du uns um Hilfe bittest. Wir sind stets für dich da, hier draußen in der Natur. Alles Liebe, die Wichtel. Vielen Dank an die Wichtel, das war eine ganz tolle Botschaft. Ja, aufräumen, für viele steht jetzt ja der Frühjahrsputz an. Und das ist eine gute Gelegenheit, ne? Aufzuräumen, nicht nur im Äußeren, auch im Inneren. Und wir können auch Erzengel Jophiel um Unterstützung bitten. Erzengel Jophiel ist auch dafür zuständig, dass wir leichter aufräumen können und uns von Dingen trennen können, die wir nicht mehr benötigen, die uns belasten vielleicht auch und die einfach ausgedient haben. Ja, so ist das, ne, mit der geistigen Welt. Wir haben so viel Unterstützung und es liegt an uns, diese Unterstützung anzunehmen. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen, gesegneten Dienstag in der Liebe und im Licht der Urquelle. Bis zum nächsten Video. Alles Gute, deine Barbara Masur. Tschüss.